Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Dishonored 1 beim Butchmore DLC. Wir machen natürlich selbstverständlich weiter. Ich gucke mich jetzt mal ein bisschen hier um. Maschine rum. Was war das? Notizen. Moment, Missionshinweise. Mist. Ich muss da irgendwie reinkommen. Da oben ist irgendjemand. Na komm. Kopf ab. Das müsste euch doch bekannt vorkommen. Ab mit dem Kopf. So. Kann ich nicht nutzen? Ich tue dir nichts, Arbeiter. Keine Sorge. Geschichte. Mal sehen, was wir so alles abgreifen können. Kräuter. Weißt du was? Wir machen es auch einfacher. Lila, Tim, das Popo. Audiograf fehlt. Nichts machen, Lecker auf 5 Sekunden stellen, nichts machen. Okay. Apps. Sündel hat eine schöne Handschrift. Das macht mich misstrauisch. Warum? Darf niemand eine schöne Handschrift haben? Ah. Den Audiograf haben wir jetzt. Wo ist der Audiograf? Da. Oh. So. Das hat ja ein Passwort. Ah. Ich nehm's mal mit. Könnte sicherlich auch als nützlich erweisen. Oh. Jawohl. Den Schuss habe ich noch komplett übersehen. Was haben wir hier schon was? Jede Menge Geheimnisse. Ach, ich will immer auf M drücken, um zu gucken, ob hier irgendwie eine Art Karte ist. Aber hier existiert ja keine Karte. Nee, hier ist nichts. Wakefield hat sich ziemlich verrechnet. Ich habe natürlich vorher... Ich heiße Dowd. Ich suche Lizzie Strides vermisste Zündspule. Ich gebe dir eine Chance für einen Handel. Aber ich werde ja, Sir. Klingt doch sehr vernünftig. Der Alte sagt, Sie haben Glück. Wir brauchen die Zündspule nur, weil jemand das Wasser gestoppt hat, das sonst unser Wasserrad antreibt. Ich habe deswegen bereits Männer in die Kanalisation geschickt, aber keiner ist zurückgekommen. Aber was sie gestoppt hat, ist doch für den berühmten Dowd kein Problem, oder? Fließt das Wasser, kriegen sie die Zündspule.
Hier der Schlüssel zur Kanalisation. Es ist mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Mr. Dow. Die Hutmacher werden sich zurückhalten, solange sie sich an die Abmachung halten. Dow. Der Kern ist nie zurückgekommen. Ob er immer noch da unten ist? Sie wissen nicht, was Sie da tun. Feuer! Hutmacher, ich werde angegriffen! Oh. Ah, ich verstehe. Mist. Ich hab gedacht, wenn ich das Ding abmache, würde das nicht gerade. Ah, verdammt. Schade, schade, schade. Ich hab gedacht, wenn ich. Der Kerl ist nie zurückgekommen. Ob er immer noch da unten ist? Ah. Sehr ekelhaft. So, gehen wir mal kurz rum. Jetzt haben wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Müssen wir hier nach unten. Kann ich hier noch was machen? Ah, so. Kann ich das schon mal freischalten? Mist. Ich kann aber durchgucken. Nicht, dass die Aale mich zum Frühstück verspeisen. So, hier bin ich jetzt. Wow. Was für komische Viecher sind, ey. Kombination benötigt. Ah, ich verstehe. Uah. Diese Viecher entwickeln sich aber verdammt schnell. Mistviecher, warten. Erstmal gucken, was es hier so gibt. Nehme ich mal mit. Das sind extrem komische Viecher. Ah. Bloß weg von hier. Hilfe!
kann nach Hilfe rufen. Ich suche meinen kleinen Jungen. Es geht ihm nicht. Hallo? Sie sind doch... Ich glaube, ich kann gehen, wenn Sie mir hochhelfen. Mir aufhelfen. Geht's Ihnen gut? Oh, Sir. Danke, dass Sie mich gefunden haben. Es ist schrecklich. Hier unten sind so viele furchtbare Dinge. Aber nichts ist so furchtbar wie ich. Was ist das für eine Frau? Wow! White Mice. Du wirst leiden, wenn ich dich kriege. Was zum... Das waren Hexen. Schon wieder diese Statue. Na, wen haben wir denn da? Cloud. Locke sagte, sie würden nicht aufgeben. Obwohl sie vor mir kniete und mir all eure Geheimnisse verriet. Ich weiß, wer sie sind, Cloud. Ich kenne das Zeichen auf ihrer Hand. Genau wie das meine. Ich kenne ihre Fähigkeiten, aber die spielen keine Rolle. Vier Auserwählte, doch nur einer wird in Erinnerung bleiben. Delilah. Wenn man sich überhaupt an uns erinnert. Komm raus, mein Lieber. Das ist zwecklos. Die Brightmoor Witches. Komm raus, ich will raus. Sind die Brightmoor Witches? Da komme ich nicht hin. Schade. Ich kann das Artefakt nicht holen. Der Hutmacher. Ach, da ist die andere Seite. Den brauchst du jetzt nicht mehr. Danke für den Schlüssel. Schwanisches Erz. Mal hier ein bisschen orientieren. Delilah will uns bestimmt aus dem Weg. Das Ritual fertig und vorbei ist. Warum? Denk mal nach. Sie hat Angst vor uns. Wenn der Wandel kommt, will sie nur die schwächeren Schwestern um sich haben. Das ergibt keinen Sinn. Delilah gibt uns unsere Kraft. Ohne sie würden wir im Mondlicht tanzen und Dummheiten machen. Du musst dich irren.
Und warum hat sie uns dann hergeschickt? Ihm direkt entgegen. Ich wünschte mir, dass er schon da wäre. Offenbar bestückt er der Outsider bestückt offenbar fast jeden hier mit Fähigkeiten. Was war das? Ich hab was gehört. Nein, da. Runter mit euch. Das ist eine Rune? Verpiss dich. Alter. Schau mich noch ein bisschen hier um. Wo komme ich nicht hin? Mist. Ich komme in die Rune nicht ran. Hallo. Mal doch. Verdammt. Das war ein Fehler. Ein Tierschlüssel. Da habe ich die einzige Quelle zerstört, die ich hätte brauchen können. Das ärgert mich jetzt. Hä? Achso, geh wieder runter. Ah, da warte mal, da steht noch ein Kanister. Probieren wir es doch mal aus. Mal gucken, was passiert. Wow. Hab's doch wieder abgeschaltet. Ziemlich viel andere Seite. The Outsider walks among us. Dass du kommst. Du hast auf der Suche nach ihr eine blutige Spur hinterlassen. Die blutigste seit Jahren. Sie hat Angst vor dir. Aber Delilah ist sehr schlau. Ihr Zirkel wächst, mit ihr als Leitstern an der Spitze.
Und sobald sie ihren neuen Plan gefasst hat, besitzt sie eine andere Form der Macht. Ein Reich statt eines Zirkels. Ich wünsche dir Glück. Ich werde nicht eingreifen und entscheiden, wessen Leichnam im Fluss verrotten wird. Aber ich sehe gern zu. Der Outsider ist schon ein komischer Kerl. Ganz ehrlich. Der ist schon irgendwie seltsam. Oh. Hä? Wie ist das Ding total verbraucht? Ja, aber der Outsider ist eher eine neutrale Person. So. Hier noch irgendwas dahinter? Nö. Dann drehen wir das Zeug mal auf. Was hat das denn jetzt? Bin ich runtergefallen? Habe ich die Kombination nicht? Immer noch nicht? Bim, 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 bim. Nee, ich habe die Kombination immer noch nicht. Flusskrieche. Ja, zur Nähfabrik zurück. Nicht dazu, dir das wegzunehmen. Ja, als ob du mir was wegnehmen kannst, Freundchen. Warum lebt ihr eigentlich wieder alle? Ich hab euch alle getötet. Moment. Halt schon. Ich muss da hoch. Lautet 1, 6, 5. Danke sehr.
6, 5. Ah, jetzt habt ihr Angst, ne? Weil ich mit dem großen Rudel kämpfen könnt. Gut, dann würde ich sagen, ich beende jetzt hier die Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.